Recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde, zu einer völlig überpackten neuen Folge Death Stranding hier auf Trend 17TV, wenn ich den schon sehe. Ja, wir müssen. Jemand zu Hause? Genau, wir sind auch zu Hause. Ja, herzlich willkommen nochmal. Euer T, wie immer, für euch am Mike. Ich habe hier noch ein bisschen Fracht abgeladen. Wir müssen jetzt zum Windpark und dort ein Stromteil hinliefern. Wo ist das denn jetzt? Hier war der, ne? Genau. Dann können wir hier mal eben die Strecke einzeichnen. So. Zack. Ja, so, ich glaube, so können wir aufbrechen. Hier sind noch Metalle, Pritschestiefel. Ich habe mir gerade neue angezogen. Ne, ich glaube, das ist schwer genug. Wir lassen den Rest da. Ja, herzlich willkommen nochmal. Bei Death Stranding. Und ich bin gespannt, wie es hier heute wieder abgeht. Das letzte Mal haben wir ja die Kristalle gebracht hier. Und haben den jungen Mann hier erfreut. Mal eben ganz kurz gucken, dass wir ja nicht in die falsche Richtung jetzt driften. Sehen. Ich gehe schon wieder in die falsche Richtung. Ist denn mein... Genau. Eben einmal ganz kurz schauen hier. So. Jawohl. Und weiter geht's hier bei Death Stranding. Richtig cooles Spiel. Hin und wieder muss ich nochmal so ein bisschen immer gucken mit dem Menü hier. Also das ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Ich habe hier also auch eine ganze Zeit geguckt, wie kann ich hier überhaupt neue Stiefel anziehen. Da muss man ins Menü Herstellung gehen und dann, man kann sich auch eigene Stiefel herstellen, wenn man die entsprechenden Materialien hat. Und kann dann die neuen Schuhe anziehen, weil unterwegs scheint das wohl nicht zu gehen. Wenn jemand weiß, wie das jetzt auf dem Weg geht, wenn man einen Stiefel dabei hat, kann er mir das ja mal bitte in die Beschreibung reinhauen. In die Comments. So, mal eben gucken, habe ich... Oh, 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 ei, ei! Meine Güte, bist du wieder empfindlich heute hier. Ja, wir müssen hier irgendwie rüber. Das ist aber sehr... tief hier. Ich wollte jetzt nicht Bibi schon wieder ertränken. Ich glaube hier. Und dann kann man... Ich hoffe, ich habe eine Leiter dabei. Ah, klingt schon wieder nach Regen. Okay, schauen wir mal eben. Leiter. Gottes Willen. Zu viel Fracht tragen. Mhm. Hier gucken, Reparaturspray haben wir jetzt auch neu. Ein Packseil, eine Leiter habe ich gar nicht dabei. Super! Die kann ich auch irgendwie herstellen. Ausrüsten, ablegen. Was haben wir hier? Ausrüsten. Packseil brauche ich nicht. Pullern kann ich auch. Ich guck mal, ob ich da hinten besser rüberkomme. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus da hinten. Da ist das nicht so tief. Komm, komm, komm. Erstmal schön ins Wasser gepülert. Fuck. So, und hier jetzt irgendwie sehen, dass wir hier rüberkommen. Ah. Komm, komm, das schaffst du. Ja, wir sind ganz schön schwer beladen hier. So. Wunderbar. So, das sollte jetzt erstmal soweit klappen. Wir müssen ein bisschen aufpassen hier. Dass wir hier nicht wieder stolpern. Gucken, kann er auch schneller laufen? Geht auch. Ein bisschen Ausdauer verbrauchen. Ich habe 3 Monster Energy hier gesoffen. Ordentlich Energy reingeknallt, dass wir hier ein bisschen mehr Leistung haben.
Oh ja, ist da schon wieder. Sind ja auch diese. Dachte gerade, das wären wieder die Kristalle. Leider nicht. Na, schon wieder Stress. Wieder Stress. Vorsichtsmaßnahmen, Zeitring. Wir können doch hier auch irgendwie so ein Terminal aufstellen, ne? Behälter. Granate. Ausrüsten, ablegen. Behälter-Reparaturspray. Sehe ich hier jetzt nicht. Den Herstellungsprozess. Bestes Wetter hier. Passt ja zu dem Wetter mal wieder in Deutschland. Es ist nur am Regnen. Ja, das können wir nachher mal ausprobieren mit dem Frachtbehälter, dass wir die reparieren können vom Zeitregen. Was ist das denn hier Schönes? Das nehmen wir mal mit. Na bitte. Ja, verlorene Fracht. Da weiß nicht, kriege ich noch was mit? Nee. Lassen wir mal lieber. Vielleicht auf dem Rückweg. So. Ach, Moment, da ist ein Postkasten, ne? Da gibt es, glaube ich, Points drauf. Ich das mit zum Postkasten nehmen. Nimm mal mit hier das Ding. Ah, geht ja noch. So heftig sind wir jetzt nicht. Da ist, glaube ich, noch so eine Pflanze. Na bitte. Zum Glück, muss ich sagen, lässt uns ja so ein bisschen... Oh, was haben wir hier? Das ist gut für unser Blut. Ach, hat er schon eingesammelt? Moment. Okay. Zum Glück muss ich sagen, haben wir hier ein bisschen Ruhe zurzeit von der GEMA-Musik. Von der Lizenzmusik. Oh, jetzt wird es aber heftig hier. Was ist das hier? Oh, jetzt haben wir zu kämpfen hier. Ach, das ist der Briefkasten, genau. So, Terminal aktivieren. So, liefern. Verlorene Fracht. Perfekt. Gibt es gerade noch ein paar schöne Points dafür. Sehr schön. Und wir sind ein paar Kilo wieder leichter. So, wir müssen hier den Strom wieder herstellen beim Windpark. Na, komm her. Da ist noch ein Kasten. Maximal. Oh! Hohohoho.
Volle Möhre hier. Ah, wir sind jetzt gleich da. Bestens. Zumindest sind wir erstmal über den Berg. Boah, aufpassen. Oh, Vorsicht. Oh, hier, Wald. Was ist das hier? Ist ja cool. Ganz vorsichtig, voll bester. Ja, noch mehr nehmen wir jetzt auch nicht mit. Oh, hier wäre jetzt ein... Oh. Verdammt. Ach nö. Bitte nicht. Könnten wir jetzt auch mal einmal in Ruhe lassen. Ich bin gerade so schwer beladen. Müsste aber ja eigentlich schon fast da sein. Ach nee! Lauf, 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 lauf! Mein Arm ist Bibi! Alter Schwede! Oh nee! Nein! Lauf, 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 lauf! Lauf! Ach, Mann! Jo, genau! Voll der Horror hier. Hallo, ich muss doch mal was sehen. Lauf doch mal, Mensch. Oh, was macht der denn da? Wieso geht er denn da nicht rüber? Ach, mein Gott. Oh, voll die Hölle hier. Irgendwas habe ich verloren, aber ich war wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Ja, mein Gott, dann ist es halt zerstört. Ist mir jetzt auch scheißegal, ob das zerstört ist. Hier sind wir auf jeden Fall noch nicht gewesen. Bleib mal locker landen. Wir sind ja gleich da. Das Stressniveau deines Bibis steigt.
toxämischen Schock erleidet. Kann es dir nicht helfen, GDs zu entdecken? Ja, wir sind ja jetzt da. Oh mein Gott. Abstand von GDs und anderen Gefahren. Ja, ach nee. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass ich Abstand halten soll. Ach mein Gott. Angeforderte Fracht. So, Stromversorgungseinheit. Perfekt. Fracht wird geliefert. Danke. Mit dieser Einheit sollten wir das Verteilerzentrum über das chirale Netzwerk mit Strom versorgen können. Und vielleicht auch andere Orte. Hoffen wir, dass unsere Elektrizität den UCA hilft. Darf ich mal sehen? Unglaublich. Wie hast du das hergeschafft? Kannst du fliegen? Sowas in der Art. Gut, wir sind jetzt zwei, dreimal ausgerutscht. Aber kann ich auch nicht ändern. So, jawohl. Jetzt brauchen wir nur noch eine Verbindung zum chiralen Netzwerk. Bitte schließ uns an. Unser Cupid. Die Netzwerkbandbreite ist begrenzt und jede errichtete Konstruktion beansprucht welche. Doch mit einer steigenden Verbindungsstufe erhöht sich auch die dir zur Verfügung stehende Bandbreite. Läuft bei uns, würde ich sagen. Neuer Strang geknüpft. Windpark ist beigetreten. Windpark hat aufgrund der Beitritte aus ihrer geteilt. Versorgungsanfragen, Brücken links. Den Lieferterminals wurden neue Optionen hinzugefügt. Aufträge annehmen. Standardaufträge liefern, angeforderte Vorräte liefern. Fracht anvertrauen. Garage. Gottes Willen. Das ist eh schon so kompliziert alles hier. Wir müssen auch endlich etwas beitragen. Danke nochmal. Ich hab. Jake Wind vom Windkraftwerk. Das macht deine Taten noch viel unglaublicher. Du bist eine Ein-Mann-Expedition. Ich hoffe, Amelie geht es so gut wie dir. Ob sie Edgenot City schon erreicht hat? Sie hat uns die Verantwortung für den Windpark übertragen. Ich war bei der Nachhut, Amelie bei der Vorhut. Ich habe sie nie persönlich getroffen. Aber es war trotzdem eine Ehre, mit ihr zu reisen. Wenn du sie siehst, kannst du ihr das ruhig sagen, ja? Sam, hast du eine Sekunde? Ich habe mit deinem Blut experimentiert. Du hattest anscheinend den richtigen Riecher. Nachdem wir in GD-Gebiet eine aerolosierte Probe deines Blutes versprüht haben, ist die Aktivität gesunken. Das ist natürlich kein endgültiges Ergebnis, da wir keine anderen Wiederkehrer für weitere Testläufe haben. Aber es deutet an, dass die Körperflüssigkeiten von Wiederkehrern GDs abwehren. Mama hatte die Idee, diese Theorie mit einer Waffe zu überprüfen. Der Prototyp sollte bald fertig sein. Würdest du ihn dann für uns testen? Sam, das ist die perfekte Gelegenheit. Wir haben fast die gesamte Region ins chirale Netzwerk integriert. Fehlt noch Port Nord City. Kehre nach Capital Nord City zurück, um Hilfsgüter für Port Nord in Empfang zu nehmen. Ja, genau. Wenn du dort bist, können wir dir den fertigen Prototyp persönlich geben. Capital Nord. Etwas. Es brechen nur selten Boten zu diesem Windpark auf. Wenn du dort bist, solltest du alle offenen Aufträge annehmen. Warum sollte man mit leeren Händen zurückkommen, wenn es etwas zu tun gibt? Sieh dir das Lieferterminal dort an. Gute Arbeit.
Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. So. Mal eben einmal schauen hier. Wir sind noch so, haben noch so viel Material. Aufträge annehmen. Privater Spind. Ausrüstung herstellen. Hey, gute Arbeit. Der Windpark, den du ins Netzwerk gebracht hast, ist für unsere Expansion unerlässlich. Als Belohnung habe ich etwas in deinen TCK geladen. Eine Generatorenoption. Generatoren laden die Akkus aller Geräte in der Nähe auf. Etwa von Maschinen. So, okay. So, dann nehmen wir mal einen von. So, den Generator, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Privater Spind. Ich muss mal ein bisschen hier von dem ganzen Scheiß loswerden. Ich weiß nicht, wo ich das alles... Genau, das Resin. Kann ich das hier dann nicht... Das wollen die nicht haben, ne? Das Resin. Abladen. Und nochmal Resin. So. Ist da noch Metall? Deutsche Stiefel? Ne, sonst habe ich gar nicht so viel. Das lassen wir mal hier. So. Das ist doch eigentlich in meinen privaten Raum jetzt reinkommt. Da. Ne, Recycle. Ausrüstung herstellen. Ich habe hier keinen Privatraum. Was ist das denn für ein... Ich muss doch mein Bibi beruhigen hier. Aber Bibi geht es überhaupt nicht gut. Mal gucken, komme ich hier noch weiter rein? Nee. Das ist ja... Schiete, wa? Okay, nehme ich mal den Auftrag an. Aufträge annehmen. Glückwunsch, Sam. Du darfst jetzt offene Aufträge annehmen. Sie sind nicht so dringend wie die, die speziell dir zugewiesen werden. Wenn du sowieso in eine bestimmte Richtung unterwegs bist und noch Platz hast, schadet etwas mehr Fracht ja nicht, oder? Ja, genau. Auch wenn sie für die Mission nicht von Belang sind, können sie für jemand wichtig sein. Ein paar gute Taten schaden nicht, oder? Du sagst es. So, schon wieder Resin. Ich bin hier nur am Resin. So, Auftrag annehmen. Ah ja, eine Leiter nehme ich auf jeden Fall mal mit. Werkzeug. Auf jeden Fall eine Leiter. Kletterverankerung habe ich, glaube ich, noch. Reparaturspray. Wie viel habe ich denn dabei? Eins. Nochmal eins. Okay. TCK. Konstruktor. Ja. Okay, da wollen wir mal auf dem Rücken tragen. Eieiei, da wird ja schon wieder schwer hier. Resin. Oh, ho, 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 ho. Wenn du sowieso gerade nichts zu tun hast, genau. Nichts zu tragen hast. Ich kann... In der Hand tragen. Thank you.
Ne, das brauche ich nicht. Also nochmal Reparaturspray brauche ich nicht. Wie kann ich den denn wieder abbrechen hier? Okay, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle da mal ein kleines Päuschen und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Lasst eine Bewertung da. Haut rein, ihr Lieben. Macht's gut, bleibt gesund und munter. Ciao, ciao.